original ich, wenn ich das erste Mal am Kochen bin. Naja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen köstlichen Video. Wir schauen uns heute, wie immer, Clips an, die mich um den Verstand bringen und mir den Schlaf rauben. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende. Es wird sich lohnen. Wie läuft eigentlich euer neues Jahr? Meins bis jetzt ganz gut, aber ich habe hier jemanden, für den 2024 nicht ganz so gut gestartet ist. Der Bre ist erst seit diesem Jahr in seinem neuen Job. Du hast komplett reingegessen. Was ging da ab? Irgendwas hast du vorher angestellt und jetzt hittet die Karma-Schelle. Der Arme hatte da erste Woche Probearbeiten und dachte, was soll schon passieren? Joa, naja, was soll man machen? Du hast vielleicht verkackt, aber immerhin hast du kein Partner-Tattoo für deine Freundin gemacht, so wie er hier. Er findet nämlich die Augen von seiner Freundin so schön, dass er sie sich tätowieren lässt. Ach du heilige Sch... Was ist das denn? Das ist gar nicht süß oder so. Das ist scheiße gruselig. Stell dir vor, du begegnest diesem Typen in der Nacht. Was muss sich seine Freundin gedacht haben? Die dachte bestimmt, er macht so ein kleines Tattoo irgendwo hin. Und jetzt ist das da. Die sehen original aus wie jede anderen Augen. Das ist mit Abstand das Weirdeste, was man tun kann in einer Beziehung. Am Ende, ihr seid sowieso getrennt in ein paar Monaten und du hast dann das auf deiner Brust. Herzlichen Glückwunsch. Ey, 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 guck mal, was das für eine goofy Klingel ist. Yo, bro. Ring the doorbell. They redid my house. Der Fuck ist das denn für ein kleines Scheißding? Dem Armen wurde bestimmt die Klingel abgezogen, deswegen nur diese zwei Drähte. Junge, sieht das goofy aus. An alle, die in einer Beziehung sind, ich habe die beste Methode gefunden, um die Freundin zu beschäftigen. Kleiner Geheimtipp, schenkt eure Freundin zu Weihnachten Puzzle. Könnt ihr in Ruhe zocken und sie sich beschäftigen. Ich bin gleich fertig sogar. Die Arme hat daran gerade 5 Stunden schön gepuzzelt. Und jetzt kann sie alles von vorne machen. Perfekt gemacht, ich sag euch ehrlich. Besser hätte man es nicht lösen können, wenn man in Ruhe zocken will. Wie sie sich gefreut hat, dass sie fast fertig ist und danach ihre komplette Freude zerstört wurde. Ich bin gleich fertig sogar. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What? Blowy oder spazieren? Hä? Huh? Yo, 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 chill mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Was geht denn jetzt ab? Na, 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 Jungs. Macht das ruhig, aber ohne mich. Alles gut. Viel Spaß euch. Alles gut. Danke, danke. Okay, macht euch bereit für einen Jungen, der absolut random ist. In der heutigen Zeit ist es ab und zu ja gerne mal so, dass man alles macht für ein geiles TikTok-Video. Genau das hat er sich hier auch gedacht. Und er widmet sich auch den wichtigen Dingen im Leben, die man weitergeben kann. Tutorial, how to clown. Oh. Oh ja, Mann, endlich. Genau so eins hat mir noch gefehlt. Yo, Freunde, was geht? Heute bin ich im K&K und ich zeige euch, wie ihr am besten Clown kennt, okay? Let's go. Okay, direkt schon mal ein Pluspunkt dafür, dass er es live macht und direkt vor Ort zeigt, wie es funktioniert. Clown kennt, okay? Let's go. Wir sehen uns wieder, wenn ich an der Kasse bin. Entschuldigung, können Sie mich vielleicht eben kurz filmen? Ja. Läuft schon. So, einmal drehen. So, Freunde, wir sind jetzt an der Kasse. Ich habe das Toilettenpapier unter der Jacke. Jetzt zeige ich euch, wie wir ganz schnell rauskommen. Nee, oder? Anleitung zu ungenau. Ich sitze jetzt in Untersuchungshaft. Nee, geiles Tutorial, wirklich. Und nochmal auch dickes Danke an die Frau an der Kasse dafür, dass sie die Kamera so gut gehalten hat. Und im Anschluss das Video noch geuploadet hat. Original sie, als er weggerannt ist. Nee, ich sag euch ehrlich, das war eine große Hilfe. Ich weiß jetzt, wie ich es anstellen werde, wenn ich das nächste Mal etwas brauche im Supermarkt. Und falls ihr mal kein Klopapier oder eine neue Playstation braucht, sondern einfach nur Cash, macht es wie er hier. Der ist wirklich gottlos unterwegs. Won't get a whole lot of gangster, you know what I'm saying? You bought that ATM, you know what I'm saying? A whole lot of gangster, you know what I'm saying? I'm on that gangster, you know what I'm saying? Won't get a whole lot of gangster! He ain't catch me, he catch me! He catch me the whole lot of gangster! Yo, okay.
Er bekommt doch einfach Schlaganfall, während er wegrennt. Kleiner Disclaimer, er hat danach natürlich das Geld freundlich zurückgegeben. Was denkt ihr denn? Der Bre wollte nur ein witziges Video machen für Entertainment und so. Wie gottlos, Mann. Stell dir vor, du stehst am ATM, um dir schön was abzuheben, weil gerade der neue Lohn gekommen ist und auf einmal kommt da jemand, der dir das Cash klaut für ein Video. Na, das ist gottlos, Mann. Genauso gottlos wie er hier. Er ist bekannt dafür, dass Leute ihm Dinge schreiben und er macht über die dann einen Song. Can you make a song about my dad that died from a plane crashing? That's sad, bro. I got you. Okay, eigentlich korrekt. Er wird ganz deep gefragt, ob er einen Song machen kann für jemanden, seinen Vater, weil er in einem Flugzeugcrash draufgegangen ist. Und so nett und hilfsbereit wie er ist, macht er einen Song für ihn. Ich hoffe, das wird ein aufmunternder Song, der ihm auch helfen wird. Mein Gott, nein, 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 das ist gottlos. Ach du heilige Scheiße, das ist wirklich eine Nummer zu weit. Oh mein Gott, was habe ich gerade gesehen? Ich dachte kurz wirklich, vielleicht macht er einen schönen Song, aber was ist das denn? Wenn der Typ, der sich den Song gewünscht hat, das hört, der Arme wird in Depression fallen. Den kann man danach vergessen, der ist ein psychisches Wrack danach. Na, Bro, das ist wirklich das Gottloseste, was ich heute gesehen und gehört habe. Wer auch immer darüber gelacht hat, macht euch schon mal bereit, in der Hölle zu schmoren. Falls ihr euren Crush beeindrucken wollt, nehmt euch ein Beispiel an ihm hier. Do you wanna see me dunk? Sure. Yeah? Okay. Are you guys ready? Yo, geht's ihm gut? Junge, er ist mehr gedankt als Profi-Basketballspieler. Also wenn er sie damit nicht impressed hat, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das ist der einzige Korb, den er heute bekommen hat. Wie stumpf er da lang geflogen ist. Holy sh**, das war wirklich krass. Das war wirklich, wirklich krass. Easy Haircut Tutorial. 10 Minuten. Okay, geil, das nächste Tutorial. Heute lernt man ja wirklich was. Erst wie man richtig klaut und jetzt noch wie man richtig Haare schneidet. So, die Grundform ist drin. Noch weiter ran. So, Freunde, der Grundriss steht. So, das ist das Endergebnis. Wow, richtig fresh, Mann. Lil Bro wollte kurz Seiten auf Stirnband oder Seiten auf Saturn. Krasse Frisur, ich sag's euch so, wie es ist. Der hat wortwörtlich rasiert. Fresh. Okay, das nächste Video ist Classic Berlin. Schaut euch das an. Hier ist die Feuerwehr, weil da hat einer eine Mülltonne auf die Laterne gesprengt. Das ist unglaublich, Alter. Was ist das für ein krasser Skill? Wie machst du das, Dicker? Sowas passiert wirklich nur in Berlin. Was ist das bitte für ein krasser Move? Das ist ein echtes Talent. Wer auch immer das geschafft hat, Respekt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie sowas funktionieren kann. Ich meine, wie? Wie kommt diese Mülltonne so hoch? POV, du lebst in Hollywood. Okay, das ist in Hollywood, aber wieso ist da diese deutsche Karen unterwegs? Die hat doch Deutsch gesprochen, oder irre ich mich? Sag mal, was ist denn hier los? Ich rufe die Polizei. Sag mal, das geht doch gar nicht. Ja, natürlich ist das eine Deutsche. Das ist absolut random. Fangen wir erstmal an bei ihm hier. Der fährt einfach in einem Bett durch die Nachbarschaft und schafft es dann wirklich noch eine wie im Film aufzugabeln. So perfekt. Sie liegt neben ihm auf diesem fahrenden Bett. Romantischer geht's eigentlich nicht. Und dann ist das wirklich eine deutsche Karen, die nur normal über die Straße gehen wollte und jetzt einen Ausraster schiebt. Geiler Typ. Wirklich. Das gibt's auch echt nur in Amerika.
Braucht man für das Ding eigentlich einen Führerschein? Falls ja, dann weiß ich ja schon mal, dass ich es nicht fahren kann. Weil ich habe keinen Führerschein. Bin viel zu faul, den zu machen. Und ich weiß, wer damit auch noch nicht fahren kann. Oha! Das erste, was passiert, nachdem dein Homie Führerschein hat und ein bisschen flexen will im Auto. Und Bro, pack den Fuß aus meinem Gesicht. Weg, geh mal weg damit. Bah, hau mal ab. Und naja, Freunde, falls ihr nicht so einen Fuß heute Abend im Gesicht haben wollt, wenn ihr schlaft, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.